Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück hier auf Testobüffel TV. Mein Name ist Flo. Und heute begrüße ich euch zur mittlerweile 5. Folge des Fatal SBC Turniers. Und wie ihr euch schon selber denken könnt, ist das die letzte Folge, wo es darum geht, unser Team zu bilden. Bislang bin ich ziemlich zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr habt es am Intro unschwer erkannt. Wir haben uns natürlich wieder für 2 Spieler entschieden, beziehungsweise ihr euch. Diesmal war es ein bisschen eindeutiger, was bedeutet, ja, 8-6 Stimmen haben entschieden. Ihr habt es gesehen, wir haben uns im Mittelfeld mit Emre Can, dem in Form verstärkte Liverpool-Spieler, der deutsche Liverpool-Spieler, richtig stark, hoch, Angriff- und Verteidigungsraten, die Stats 74, Tempo 73, Schuss, 80 Passen, 80 Dribbling, 81 Defensiv und 86 Physis, natürlich auch nochmal so eine defensivere Variante, richtig guter Spieler, ich denke, man muss auf die Attribute gar nicht so genau eingehen. Ja, ich denke, hier viel im grünen Bereich. Das Einzige, was vielleicht so ein bisschen eklig bzw. nicht so toll ist, sind vielleicht die Fernschüsse mit 78, aber die gehen auch vollkommen in Ordnung. Ein ziemlich solider Mittelfeldspieler. Und natürlich haben wir den zweiten Spieler auch am Start auf dem rechten Mittelfeld, Raheem Sterling, wo das Pace abartig ist. 94 sein Tempo, 79 sein Schuss, 81 passen, 87 Dribbling, natürlich defensiv gar nicht so gut mit 48 und 69 Physis. Könnte natürlich durchaus auch besser sein, seine Arbeitsraten hoch und mittel und seine Stats, da gucken wir mal ganz kurz rein, natürlich defensiv rot, Aggressivität auch rot, Ausdauer geht aber in Ordnung, Ballkontrolle, Dribbling absolut klasse und gut. Und Fernschüsse könnten besser sein, Ruhe vielleicht auch noch mal ein bisschen, aber für einen Außenbahnspieler richtig guter Spieler. Und ich freue mich wirklich, die beiden jetzt im Team begrüßen zu dürfen. Aber so viel sei jetzt dazu gesagt, ich möchte gar nicht mehr weiter um den Heißbrei herumreden. Heute geht es um einen Innenverteidiger und einen Spieler auf dem linken Mittelfeld. Ich hoffe natürlich, dass wir noch ein Upgrade bekommen. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich beim ersten Gegner. So, und der erste Gegner ist dann auch gefunden. Es hat einige Zeit gedauert und das ist ein verdammt dankbares Team, denke ich. Ja, hier. Ja, was ist denn das für eine Nationalität? Marokko müsste es sein, oder? Marokkanisch? Naja, wenn ich mich vertan habe, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Silber- und Bronze-Team, denke ich, geht vollkommen in Ordnung. 100 Chemie sind am Start. Und dann würde ich sagen, ja, versuchen wir so viele Coins wie möglich zu erzielen. Würde mich natürlich mega freuen, wenn wir hier richtig raushauen. Ah ja, ich bin wirklich gespannt. Schöner Ball und direkt das 1-0 vom Gegner. Ihr seht, ich hatte noch Pause angemeldet gehabt, weil ich eigentlich noch hier ein Dokument am PC öffnen wollte. Und schon steht das 1-0. Ja, richtig bitter, die ganze Geschichte. Ja, das bedeutet jetzt natürlich, wieder gleich Gas geben. Oh Mann, fing ja gut an, gut, der Kopfball war gut, es war die erste Chance. Und da ist dann Hart natürlich ziemlich chancenlos, aber ganz egal. Ich werde natürlich trotzdem weiter versuchen, dass wir da das Beste draus machen. Dann aber jetzt war die frei aufs Tor. Komm schon, mach das Ding. Nein, wir scheitern am Torhüter, der hier stark lange stehen bleibt und somit den Ball dann auch pariert. Naja, schade. Trotzdem 2 gute Chancen innerhalb von kurzer Zeit und direkt den Ball durch Gray zurückgeholt. Dann halt Bobby Firmino mit dem Ausgleich. Sehr schön. Mittlerweile wieder bei 0k durch das Tor von Bobby Firmino. Richtig gut gemacht, da freuen sie sich auch zurecht. Das war ein schneller Ausgleich, 13. Minute. Ich glaube, das 1-0 war in der 4. Wir schauen es uns nochmal an, stark abgeschlossen. Hier am Torhüter vorbei, flach. Ja gut, da kommt er mit dem Ball nicht mehr hin. Somit steht es 1-1. Da ist dann Raheem Sterling, der komplett frei ist auf der Außenbahn. Jetzt muss da nur noch jemand reinlaufen mit dem Trackback-Fake. Der war nicht schlecht, der ist sogar drin. Das war Jordan Henderson, oder? Das war Jordan Henderson, müsste das gewesen sein. Mit verdammt viel Glück kommt das Ding hier sogar an. Ja, das ist unser Kapitän. 15k bedeutet das natürlich plus 15k auch gleichzeitig unser aktueller Spielstand. Wir gucken es uns nochmal an mit dem Dragback-Fake. Dachte ich eigentlich schon hier, wenn wir es uns nochmal angucken, dass er damit eins ausrennt. Der kommt dann aber gut rein und Henderson durch die Beine vom Torhüter. Aus circa einem Meter. Richtig, richtig gut. 2-1. Erstmal hier das Tor wieder aufgeholt. Starker Ball. Und die Flanken hat er verdammt gut drauf. Nach einem Einwurf steht es 2-2. Richtig, richtig gut. Aktueller Spielstand. 5k plus. Also
Man muss sagen, der Gegner ist kein guter, aber diese Flanken hat er halt verdammt gut drauf. Und deswegen sitzen da auch die Kopfbälle. Da wollte dann Hart auch nicht wirklich raus. Deswegen ziehe ich hier mit dem Ausgleich zwischenzeitlich das 2:2. Wieder die Flanke, aber da muss Hart diesmal da sein. Ist da auch diesmal endlich mal eine gut verteidigte Flanke hier von Hart. Und somit gehen wir dann auch direkt in die Halbzeit. 2:2 Tore, 3 Schüsse von uns, 4 von ihm. Ja, wir ein bisschen mehr Ballbesitz. Ich muss wirklich sagen, also ich habe es gerade schon mal gesagt, beziehungsweise weiß nicht, ob ich es reinnehme. Aber der Gegner ist gar nicht so gut. Er macht halt die Flanken verdammt gut. Und somit steht es hier gerechtfertigt 2:2. Ich denke, wir sind da schon ein bisschen besser im Spiel. Bislang verteidigt das aber sehr, sehr aggressiv. Da müssen wir einfach nur auf die Verteidigungsfehler warten. Mal sehen, ob wir noch weitere Münzen sammeln hier im ersten Spiel dieser Fatal-Folge. Da ist Gray, findet einen Abnehmer. Er findet Sterling und Sterlings mit seinem ersten Tor hier bei uns im Team. Sehr schön, der alte Coinstand ist wieder zurück. Somit stehen wir wieder bei 15k. Gut, er hat das uns auch leicht gemacht. Der Ball war nicht optimal da reingespielt. Aber Sterling macht hier den Ausgleich ganz locker. Wir schauen es uns an. Hier, mit dem rechten Fuß dreht er ihn gut an in die Ecke. Natürlich aus dieser Distanz nichts zu halten. Somit 3 verschiedene Torschützen und unser aktueller Coinstand wieder bei plus 15k. Das gibt's nicht. Die Kopfbälle sind jedes Mal so gefährlich. Wir kommen gerade noch irgendwie so hin. Und dann ist Hart da. Also, nochmal durchatmen hier angesagt. Wir müssen einfach gucken, dass der nicht zum Flanken kommt. Er presst da extrem aggressiv drauf. Stark, der ist Firmino. Firmino bleibt am Ball. Da ist Jamie Vardy. Jamie Vardy ist kein Abseits. Schlimmer Fehler von Gegner hier gerade, wo er die Pause anmeldet. 4:2, weitere 10k und dann gleichzeitig der Rage Quit hier. Das bedeutet natürlich weitere 10k, Leute. Richtig, richtig geil. Wir müssten jetzt sein bei, ihr seht es eigentlich oben, ich muss schnell ausrechnen, 40, 55, 35k. Und das im ersten Spiel geht doch vollkommen in Ordnung. Kurz nachdem wir das Tor machen, der Rage Quit. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich beim nächsten Gegner wieder. Richtig gut. Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr bis jetzt auch schon so zufrieden seid mit dieser Folge, so wie ich. So, und hier wartet der zweite Gegner. Ich bin gespannt. Das ist natürlich ein richtig starkes Calcio A-Team. Außerdem auf der Linksverteidigerposition noch ein Jordi Alba und im Tor ein Handanovic. Oder ist das Handanovic? Ja, müsste Handanovic sein. Oder? Ja. Müsste sein. Oder Oblak. Nein, das ist Oblak. Naja, auf jeden Fall, wie auch immer. Ihr wisst, ich und Spielergesichter richtig stark. Auf jeden Fall ein gutes Calcio A-Team. Sieht richtig solide aus. Ich denke, hier werden wir es ein bisschen schwieriger haben. Aber trotzdem werde ich natürlich versuchen, mein Bestes hier zu geben. Oh, das hat er stark gemacht. Und das hat Hart stark gemacht. Jetzt müssen wir nur den Ball hier rauskriegen. Aber wir kriegen ihn nur an den 16er. Und dann prallt er an den Pfosten. Zweimal richtig Glück gehabt, aber der Ball immer noch beim Gegner. Boah, richtig brenzlige Situation. Jetzt haben wir den Ball und verlieren ihn direkt wieder. Unnötiger Ballverlust. Diesmal steht Riedewald richtig. Der Schuss. Leute, ich bin sehr ruhig und kommentiere sehr spät, weil ich gerade gar nicht auf den Gegner klarkomme. Der ist verdammt stark, wenn ich das so mit dem ersten vergleiche. Wobei man sagen muss, gut, hier ist das Team natürlich auch sehr gut. Und meine Jungs meinen da nicht so wirklich rausrücken zu wollen. Wenn man sich mal einen Sterling anguckt, der hier eigentlich komplette Offensivpower mitbringen sollte. Naja, aber hier ist ein Can mittlerweile am Ball. Versuchen das Ding hier ruhig aufzuspielen. Schön wieder vom Gegner gemacht, aber Azpilicueta guckt da nur zu. Und dann das gesweatete Tor natürlich. Kommen wir da nicht mehr ran. 1:0 für den Gegner, minus 10k hier, das war gut ausgespielt, ja, das war dann halt quergelegt, wobei er den hätte wahrscheinlich auch selber machen können. Wir gucken es uns nochmal an, da kriegt keiner mehr Zugriff und Henderson ist dann auch ein Stück weit zu weit weg und Mauro Icardi macht das Ding dann natürlich. Joe Hart, gar keine Chance, ihm ist hier diesmal gar kein Vorwurf zu machen. Oh, dumm verteidigt. Weitere minus 10k, somit unser aktueller Spielstand. Ja, was habe ich vorher gesagt? 55k hatten wir. Das bedeutet minus 35k aktuell. Stimmt gar nicht. Wir sind noch bei 15k. Habe ich das jetzt richtig ausgerechnet? Ist ganz egal, Leute. Ihr seht es oben. Ich muss mich jetzt wieder pushen. Gucken, dass ich hier wieder irgendwie rankomme. Stark gehalten. Von Joe Hart bislang der beste Mann hier auf dem Platz. Der holt sich die Dinger.
Der kratzte nochmal aus dem Tor raus und hält uns somit einigermaßen im Spiel. Und diese Ecken hier. Weitere minus 10k. Aktuell sind wir bei 5k. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, müssen wir bei 5k wieder sein. So wie wir vorher mal waren. Also wenn das so weitergeht, ja, sehe ich fast schwarz für ein Upgrade. Hier, Joe Hart, den kann man eigentlich halten, aber ja, diese Eckentaktiken, ihr kennt sie, viel zu überpowered. So, und das Grey durch, jetzt muss er nur noch jemanden in der Mitte finden. Aber, oh, alle fliegen vorbei am Ball und jetzt nur noch gescheit verteidigen, sehr schön. Das haben wir schon mal gut gemacht bis dahin, aber wir stehen jetzt auch relativ gut hinten. Stark gespielt, da kommt auch kein Azpilicueta mehr hinterher. Minus 5k hier in diesem Video. Stark. Es würde ein Tor fehlen, um hier wieder ins Positive zu kommen. Ja, und da kann er sich freuen, wie er will. Er spielt verdammt gut, das muss man ihm lassen, aber selbst ich versuche daher mit Azpilicueta hinterzukommen oder hinterher zu kommen, aber gar keine Chance, Dries Mertens mit dem 4:0. Vielleicht Bobby Firmino. 11 Meter, Leute, 11 Meter. Das ist unsere Chance. Florenzi hält er den Fuß rein in dem Moment, wo wir schießen wollen. Und das ist ganz klarer Elfmeter. Jetzt bedeutet das natürlich, wir haben die Chance, hier auf plus 10k zu kommen. Allein durch den Treffer von einem, ja, Jordan Henderson, unserem Starspieler. Das wäre natürlich wichtig hier in dieser Situation. Und er tritt jetzt auch an. Wir versuchen natürlich, hier das Ding irgendwie zu verwandeln. Leute, ich bin gespannt, ob wir es machen. Komm schon, mach das Ding rein. Nein, er hält ihn. Er hält ihn. Das war nicht gut gezielt. Ich habe mich selber vom Pfeil irritieren lassen. Und somit viel zu früh in die Richtung geguckt. Aber wir holen den Ball. Dann müssen wir es eben anders regeln. Starker Ball auf Firmino. Schade, da war noch einer dran. Das wäre hier der zwischenzeitliche 4:1 Anschlusstreffer gewesen. Und wir wären wieder im Plus gewesen. Vielleicht durch Walker, aber auch nicht. Wirklich gefährlich, die Situation. Ja, wir haben hier halt den Nachteil, dass wir wirklich keine frischen Spieler bringen können. Aber, naja, so ist das jetzt erstmal. Wir versuchen uns hier schnell zu machen, solange seine Defensivreihen noch nicht hinten sind. Und bislang sieht das gut aus. Der Ball war clever gespielt. Da ist dann Gray, Firmino, Vardy. Vardy, da ist Sterling, komm schon, Sterling. Hätte ich lieber mit Vardy alleine geschossen. Komm schon, Vardy, sehr schön, immerhin mal hier uns ins Plus gebracht. Ich habe gerade auf Offensiv gestellt, kommt jetzt vielleicht ein bisschen spät. Aber 5k hier auf jeden Fall noch. Vardy, der hier mit Glück dann irgendwie an den Ball kommt, der kommt gut durch und dann natürlich frei. So knapp 12 Meter vom Tor, gar kein Problem, immerhin mal der Anschlusstreffer, beziehungsweise in der Hinsicht vielleicht sogar nur der Ehrentreffer. So, Henderson mit einer guten Schussposition. Sterling auch nicht hinterher. Das würde auf jeden Fall ein bisschen besseres Budget bringen, wenn wir hier jetzt durch Henderson noch ein Tor gemacht hätten. Kurz vor Ende dieser Begegnung. Vielleicht kriegen wir nochmal die Chance, aber warum spielt er den Ball denn da hinten rum? Komm schon, der Ball muss irgendwie nach vorne. Aber nein, Golan verteidigt das sehr gut und dann sind wir auch am Ende. Und wie gesagt, Leute, ihr habt es die ganze Zeit oben gesehen, unseren Coinstand. Es war ein wirklich verdammt starker Gegner hier, muss ich ehrlich sagen. Er hat verdammt gut gespielt, das Team habt ihr ja auch gesehen. Also, ja, total krankes Team. Wir gucken hier gerne nochmal rüber. Mertens, Icardi, Dybala, Luis Alberto, Milinkovic-Savic, Nainggolan, Albiol, Chiellini, Florenzi, Jordi Alba und Handanovic. Alle bis auf Handanovic sind natürlich, oder was heißt natürlich, aber es sind alle Special Cards gewesen. Deswegen auch sehr, sehr schwer zu verteidigen. Hat sehr gut gemacht. Wir machen trotzdem ein Tor und zwar durch Jamie Vardy. Und ja, aktueller Spielstand müssten 5k sein. Jetzt schaue ich natürlich kurz, wie es aussieht, was wir bekommen an Spielern. Und ja, oder was wir uns leisten könnten. Und dann sehen wir uns dort bei der Paarauswahl gleich wieder. So, Leute, und jetzt habe ich mir natürlich wieder ein paar Spieler ausgesucht, beziehungsweise zwei Paare ausgesucht. Während ihr hier nochmal Jordan Henderson seht. Ja, mittlerweile 63 Vereine bei mir im Verein. Liegt jetzt natürlich nicht nur an diesem Fatal SPC Turnier, sondern natürlich auch daran, dass ich ihn selber im Main Team habe. Ich finde ihn eigentlich relativ solide, also ja, ich kann ihn empfehlen, aber ich bin jetzt auch nicht so der Foot Champions Experte. Man sieht es immer wieder auch bei den Spielen. Ja, und jetzt habe ich natürlich zwei Spieler rausgesucht. Und zwar seht ihr sie jetzt eingeblendet.
Und zwar haben wir zum einen das Pärchen Bailly und Martial. Einmal Bailly in der 84er Variante und Martial in der 82er Variante. Denke ich, gehen beide vollkommen in Ordnung. Und dagegen kommt das Pärchen Rüdiger in der 82er Variante und Sadio Mané vom FC Liverpool, womit man dann hier beziehungsweise auf der linken Seite ein Liverpool-Dreieck gebildet hätte. Ja, Sadio Mané mit der 84er Variante. Leute, ihr wisst Bescheid. Schreibt gerne in die Kommentare, wen ihr haben wollt. Und natürlich vergesst nicht, und das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr irgendwie Einfluss drauf nehmen wollt oder am meisten Einfluss drauf nehmen wollt, wen wir jetzt als letztes noch dazu bekommen, stimmt oben jetzt ab. Es sollte jetzt eingeblendet sein, also wie gesagt, nicht vergessen. Natürlich freuen mich auch Kommentare, wie fandet ihr das Video? Wie hat euch die heutige Folge gefallen? War es gut geschnitten, trotz dass es scheiße gespielt war? Schreibt mir gerne alles rein. Eure Meinung interessiert mich brennend, also wie gesagt, gerne aktiv dabei sein. Und somit würde ich dann sagen, beende ich das heutige Video. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, kommt gerne auf mich zu. Ich würde sagen, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben, auch wenn das zweite Spiel wirklich desaströs war. Und wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und sagt, so, jetzt möchte ich sehen, wie schlägt er sich denn gegen die anderen Teilnehmer, dann lasst gerne ein Abo da und aktiviert gerne die Glocke. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Und bis dahin, haut rein.